Hallo, meine liebe Jungfrau, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, liebe Jungfrau. Liebe Jungfrau, heute schauen wir uns die Karten an für den Monat April. Wir schauen uns an, was dein Hauptthema sein wird, was auf dich zukommen könnte. Der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Verborgenen und ist dir im Monat April nicht bewusst. Liebe Jungfrau, denk bitte daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen. Nimm wirklich nur das, was zu dir gehört. Hör auf deine Intuition, auf deine innere Stimme, vertrau dieser auch. Und dann weißt du sofort, was gehört werden muss und was eben nicht. Liebe Jungfrau, ich habe auch neu einen Podcast gestartet, Vika Stern Spirit Talk. Dort spreche ich über spirituelle Themen. Falls dich Spiritualität interessiert, darfst du gerne mal reinschauen, mir auch dort folgen. Link ist weiter unten. Und auch wenn du das Gefühl hast, du brauchst einmal ein persönliches Reading, biete ich das auf meiner Webseite an und auch da findest du den Link weiter unten. Ja, dann fangen wir doch an. Jungfrau, dein April, was musst du wissen? Dein April? Interessant. Balance. Geben und nehmen. Gibst du zu viel oder nimmst du nur? Stimmt die Balance, auch die emotionale Balance zwischen Kopf und Herz? Großes Thema, also Fokus auf die Stabilität von außen und von innen. Und ich sehe hier auch Verantwortung. Interessant. Verantwortung. Was bedeutet für dich Verantwortung? Trägst du die Verantwortung für dein Leben oder gibst du vielleicht gewissen Dingen anderen die Schuld? So ein bisschen das Thema Selbstverantwortung. Oder viele neigen dazu, also Menschen generell, dass sie ja einfach ein bisschen die Verantwortung manchmal etwas von sich schieben. Ich habe auch das Gefühl, das Thema so ein bisschen Bewusstsein, dass man selbst über sein Leben bestimmt. Klar kommen manchmal vielleicht seltsame Dinge auf einem zu, aber du bestimmst selbst, was du daraus machst oder wie du die Dinge betrachtest. Vergiss das nicht. Schauen wir mal mit dem Tarot. Was ist dein Hauptthema, Jungfrau, im April? Sechster Kelche, eine Vergangenheitsperson oder ein Wunsch aus deiner Vergangenheit kommt zurück. Das kann ein Traum sein, kann aber auch eine Vergangenheitssituation sein oder eine Person, die zurückkommt. Oh ja, ganz stark, Vergangenheitsenergie, ganz, ganz stark. Und jetzt ganz wichtig. Und ich sage, Vergangenheitsenergie muss das nicht zwingend heißen von diesem Leben. Vielleicht ist das auch eine Person, die du aus einem vorherigen Leben kennst, aber in diesem Leben ist es das erste Treffen. Aber ich sehe hier ganz stark auch das Thema, wollen wir es nochmals versuchen? Gehen wir das Ganze nochmals an? Ja oder nein? Warum sechster Kelch? Warum diese Vergangenheitsenergie, Jungfrau? Jungfrau, schon wieder das Gericht. Ja, dein großer Aha-Moment kommt, deine Erkenntnis wird kommen. Entschuldige, für alle, die Single sind, große Chance, dass dein Seelenpartner oder deine Berufung, das, was zu dir gehört, kommen wird im April, liebe Jungfrau. Schauen wir mal, was kommt sonst noch? Was kommt sonst noch? Bube der Münzen. Bube der Kelche. Und Ritter der Kelche.
Drei der Schwerter. Etwas liegt aber auf deinem Herzen, entweder eine tiefe Sehnsucht oder ein Schmerz, eine Enttäuschung. Kann auch etwas aus der Vergangenheit sein. Wasserenergie und Erdenergie ganz stark. Hier könnte ein Wasserzeichen auf dich zukommen. Jemand, der jünger ist als du von der Seele her. Und aber auch ein Erdzeichen könnten zwei Personen auf dich zukommen, wenn du Single bist. Erdenergie und Wasserenergie. Ich habe auch das Gefühl, beruflich gesehen könnte hier eine Chance auf dich zukommen. Und zwar vielleicht sogar zwei verschiedene Dinge. Einmal etwas, was deine Neugier weckt und etwas aber, wo du aus dem Herzen her tust. Fühlt sich stark nach Kopf und Herz an. Warum Ritter der Kelche, Jungfrau? Königin der Schwerter, Luftenergie, könnte auch ein Luftzeichen sein oder jemand, der manchmal sehr sachlich Dinge überlegt, ein bisschen kopflastig auch, analysiert. Jemand möchte mit dir einen Neuanfang, habe ich das Gefühl. Möchte dem Ganzen nochmals eine Chance geben. Weil hier König der Schwerter und Königin der Schwerter, ein Match. Jemand möchte dem Ganzen eine Chance geben, entweder du oder dein Gegenüber. Ich sehe hier aber auch beruflich könnte hier eine Chance kommen. Vielleicht auch ein Arbeitgeber, wo du schon einmal gearbeitet hast oder jemand könnte dir helfen aus der Vergangenheit. Was kommt sonst noch? Die Herrscherin. Was kommt sonst noch? Was kommt sonst noch? Mögliche Schwangerschaft sehe ich hier auch. Natürlich nicht für alle. Falls du auf keinen Fall schwanger werden möchtest, empfehle ich dir wirklich, dass du im April vor allem hast du gute Energie, zum schwanger zu werden. Aber nicht alle. Was ich auch sehe, ist, dass hier etwas entsteht mit der Herrscherin. Einfach mit dieser Verbindung. Etwas wächst und entsteht, aber es ist noch nicht vollendet. Es ist noch in der Anfangsphase. Aber großes Potenzial. Starke Erdenergie. Hier könnte eine Entscheidung kommen. Eine Nachricht, eine Botschaft, die dich dazu bringt, vorwärts zu gehen oder zu handeln. Oder du überbringst jemanden eine Botschaft und diese Person handelt. Könnte auch Thema Reise sein, ins Ausland gehen oder sogar vielleicht umziehen. Aber schnell und plötzlich kommt hier eine Richtungsänderung. Entweder durch diese Botschaft oder kann auch eine intuitive Botschaft sein. Schauen wir mal, warum die Herrscherin? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da wirklich etwas entstehen kann, muss man wie Kompromisse eingehen. Auch beruflich gesehen, wenn du willst, dass etwas wirklich Großes entsteht, kannst du das nicht, vielleicht nicht im ersten Schritt erreichen. Vielleicht brauchst du wie zwei, drei Zwischenschritte. Und auch in der Liebe sehe ich so ein bisschen Zickzack. Thema Gleichgewicht. Acht der Stäbe. Zwei der Münzen. Hin und her. Multitasken. Abwägen. Ist das was? Ist das nichts? Soll ich nicht?
aber du bekommst deine Antwort. Du bekommst deine Antwort. Entweder gibst du dir die Antwort selbst, liebe Jungfrau, oder jemand gibt sie dir, überbringt sie dir. Hier haben wir noch Krebsenergie. Warum der Wagen? Oh, interessant. Ja, also hier ganz großes Potenzial, dass da etwas entstehen kann. Es fühlt sich aber Anfangsphase an. Also es ist vielleicht noch nicht, weiß nicht, wie tief die Verbindung, sage ich jetzt mal. Aber sie ist auf einem unglaublich guten Weg. Weil hier die Erkenntnis, Wunscherfüllung, Bube der Kelche, Wasserenergie. Man geht zum Glück. Also du weißt, wo dein Glück ist, wo dein Erfolg ist. Und du steuerst dahin. Könnte eben auch im Ausland sein. Oder irgendwo anders, wo ein bisschen weiter weg ist. Vielleicht nicht gleich um die Ecke. Könnte auch das Zusammenziehen sein. Vielleicht erfährst du, dass du schwanger bist oder dein Gegenüber. Aber eben nicht alle natürlich. Aber hier passiert etwas. Was ist denn der Rat der Karten, Jungfrau? Was ist der Rat? Was ist der Rat? Ritter der Münzen und Justice. Justice, Entscheidungen und Trennungen. Trenn dich von alten Glaubenssätzen, die dir nicht gut tun. Von Dingen, die dir nicht gut tun. Also überlege wirklich, was brauche ich in meinem Leben? Und was bringt mir das Gleichgewicht? Oder wer oder was bringt mir das Gleichgewicht eben nicht? Weil das ist auch eine Aufforderung für das Gleichgewicht. Eben passt wieder geben und nehmen. Im April musst du extrem auf dein Gleichgewicht schauen, sei das finanziell, mental, egal, energetisch, egal in welchem Bereich. Und auch Ritter der Münzen, geh vorwärts, aber bedacht. Nicht schnell in etwas unüberlegt oder ja, hineinpreschen, sage ich jetzt mal. Sondern wirklich Schritt für Schritt bedacht. Weil Ritter der Münzen, der geht zwar etwas langsam vorwärts, aber ebenso mit einer Konstantheit und Langfristigkeit. Das ist keine Eintagsfliege, das bringt langfristig Erfolg, Langzeitliebe. Also du weißt, was ich meine. Fokus auf das, auch auf Stabilität. Was liegt denn im Schatten? Was liegt im Schatten, Jungfrau? 7 der Münzen und 10 der Stäbe. Es wächst etwas, etwas entsteht. Aber ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, dass hier etwas am Entstehen ist. Weil es liegt im Schatten. Also du wirst die Früchte ernten, aber es braucht noch Zeit. Vor allem sehe ich hier, also jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Es wächst, entsteht, aber es ist noch nicht vollendet. Was ich hier aber auch sehe, dass hier noch Blockaden sind. 10. Stäbe, hier sind noch Hindernisse. Blockaden könnten auch Selbstsabotage sein. Die man vielleicht ein bisschen unter den Teppich kehrt oder ein bisschen ignoriert. 10. Stäbe, das muss man immer Stück für Stück loslassen, kann man selten auf einmal. Sei dir dieser Energie wirklich bewusst, weil erst durch das bewusste Annehmen der Probleme, Blockaden kann man sie auch loslassen.
durchs Ignorieren kann man sie nicht loslassen, dann wird es nur unter dem Teppich gekehrt. Viele haben das Gefühl, ignorieren ist gleich loslassen. Ignorieren ist nicht loslassen. Manchmal bewusst beiseite stellen und bewusst ignorieren, ja, das ist okay. Aber nicht einfach ignorieren, weil man sich nicht damit beschäftigen möchte. Und ab und zu muss man sich damit beschäftigen. Natürlich nicht 24 Stunden an 7 Tage lang. Natürlich nicht. Aber hier entsteht etwas. Auch wenn du es vielleicht nicht siehst, entwickelt sich etwas im beruflichen Bereich oder wenn Liebe dein Thema ist, in der Liebe. Schauen wir mal mit dem Orakel. Wie hier noch eine Jungfrau. Sei dienstfertig, also sei bereit zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Ich habe das Gefühl, das passt zu der Waage-Energie. Sei bereit, weil es könnte hier ein kleiner, könnte hier etwas kommen, vielleicht auch unerwartet, was ein bisschen Energie mit sich bringt und das ein bisschen laufen lässt, das Ganze, energetisch gesehen natürlich. Ja. Sehr interessant. Liebe Jungfrau, danke dir vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.